Moin, moin, Matrosinnen und Matrosen. Wir Hallo. Lichten hier den Anker. Wir, das ist der Tommy Hallo. Da drüben. Ja, das bin ich, meine Wenigkeit. Hallo. Und der Klabautermann. Hallo. 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 Wir brechen jetzt von der Insel auf, wo wir eben. Genau, und gehen jetzt erstmal ratzen. Ein Klappi gefangen haben. Ah ja, den hier. Den da. Den sparsam befällten, weil wir haben ihn schon einmal geerntet. Dann hat das zweite Schafsvieh. Nee, das hat keinen Namen gekriegt. Ja, das zweite also Schaf das braucht noch einen Namen. Das zweite Schaf braucht noch einen Namen. Ihr dürft Vorschläge in die Kommentare schreiben. Und das Tommy-Schaf, das ernte ich jetzt mal. Nein. Jetzt schmeiße ich es wieder hin. Das ernte ich mal. So, jetzt habe ich einen Eimer Milch. Und das andere Schafsvieh ernte ich auch. Jetzt habe ich noch einen Eimer Milch. Das ist stark. Ah, schön. Und die kann ich dann hier in unsere Küchenutensilien packen, damit Tommy noch mehr hat, was er umsortieren darf. Ansonsten ist mir eben gerade in der Aufnahmepause ein Hai vor die Flint. Vor die Flint. Und ja, auch das. Und ich habe da jetzt noch mal Haipulver gekriegt. Ich brauche übrigens Planken. Kann ich gar nicht verstehen. Hast du noch nie gesagt? Sag doch was, wenn du was brauchst. Ja, ich brauche Planken. Zufällig. Ah, okay. Mal sehen, ob ich welche finde. Ja. Also wir sind ja schon wieder in See gestochen, damit sich Planken in unseren Netzen verfangen. Oh ja. Wir hängen aber, glaube ich, an der Insel fest. Ja, dann musst du mal paddeln oder das Segel setzen. Oder einen Anker einholen, für gewöhnlich. Habe ich zu Beginn der Sitzung gemacht, haben alle Zuschauer gesehen. Dann habe ich es wahrscheinlich auch nicht. Nee, oder? Der Anker war unten, tatsächlich. Also ich habe ihn eingeholt. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, Herr Klabauterbär. Es gibt ja ein Video davon. Ja, genau. Den Videobeweis. Genau. Den haben wir dann vielleicht. Schiedsrichter Eddie entscheidet, wir brauchen einen Videobeweis. So. Wer so sagt, ist noch lange nicht fertig. Und der Tommy hat ja immer noch nicht alle Netze verstärkt, sodass der Hai da immer sich wieder drin verbeißt. Nein, weil wir noch nicht genug Metall haben und bevor wir nicht genug Metall haben... Ich hab eben 18 Metall mitgebracht, da gibt's keine Jammerer. Ich brauch Planken. Immer diese Ausreden. Ich brauche Metall, ich brauche Planken, ich brauche dies, mein Bett ist zu hart, das Essen ist nicht gut genug. Vor allem das Bett ist zu hart. Naja. So, da vorne kommen deine Planken. Du kannst entweder ins Wasser springen und sie... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, jetzt mache ich Tommy hier noch. Das da dran, ja, geht natürlich nicht. So. Ja, wir versuchen als nächstes irgendwie also ich habe das nur gehört als Gerücht, vielleicht ist es ja auch völliger Quark, aber ich glaube Quark. Dem Gerücht, dass wir als nächstes eine Insel brauchen, die wie heißt das, die Bären beheimatet, weil wir da wieder nette, kleine, leckere Bienchen fangen können. Bienchen. Und Honig und Beeren und überhaupt und... Ja, die Beeren machen mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, aber der Rest ist okay. Ich finde die Beeren okay. Weil die Beeren sind tatsächlich relativ simpel zu handeln. Wahrscheinlich machen sie mir deshalb Angst, weil sie relativ simpel sind. Mache ich mir tatsächlich mehr Sorgen um das Wildschwein.
So, ich guck mal gerade, ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen gut, wenn ich jetzt hier so ein Sammelnetz irgendwie basteln könnte. Ich brauche Planken. Ganz, ganz viele Planken. Ja, genau deshalb habe ich Angst vor dir. Ja, aber du könntest auch ruhig mal ein paar Planken sammeln. Nö. Nö. Nö, mach ich nicht. Nö. Die Planken, die ich habe, die investiere ich hier in die Brennkammern, dass sie mal ein bisschen gebrannt wird. Sonst rennt nachher wieder jemand rum und sagt, ach Gott, ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche jenes. Ja. Wo ist ein Kupfer? Ich kenne da einen, der das machen will. Warum ist denn kein Glibber fertig gebrannt? Weil wir keine Planken haben. Genau, deswegen zweige ich jetzt Planken ab, um da die Brennaufträge voranzubringen. Wo hast du denn welche abgegeben? Liegen schon längst in den Brennern hier drin. Na, ich merke das schon. Du gibst mir einfach keine Baumaterialien. Musst dir deine Planken selber organisieren. Das Leben ist jetzt einfach mal hart und ungerecht. Und das meint es nicht gut mit dir. Finde ich aber sehr, sehr hart und ungerecht. Ja. Das finde ich ist eine bodenlose Frechheit. Ich bin eben ins Wasser gesprungen und habe eine Planke gerettet. Cool. Sehr gut. Das lobe ich mir. Aber ich baue jetzt was draus. Was denn? Was baust du denn? Netzkanonen, Munitionsgedöns. Ja. Das finde ich gut. Finde ich wirklich sehr gut. So, hier muss ich tatsächlich irgendwie dann Gedöns bauen. Jetzt habe ich mir tatsächlich einen Tee gekocht. Und vergessen ihn zu trinken. Nee, das nicht, aber ich müsste mir ihn tatsächlich dann mal gleich mal einschenken. Warum hast du jetzt den Dings eingeschaltet? Wen? Du hast gerade den Motor eingeschaltet. Habe ich? Ja. Verrückt. Ich habe ihn wieder ausgemacht. Gut. Aber ich habe mich gewundert, warum. Wahrscheinlich habe ich einfach nur die Netze gelootet und habe aus Versehen E gedrückt die ganze Zeit und bin dann... Mhm. Das sagst du, als würdest du es gut finden. Ich finde das irgendwie witzig, ja. Ich habe mich sehr gewundert. So, Federn. Wir werden dieses Spiel wahrscheinlich niemals beenden, weil wir uns irgendwann an die Gurgel gehen. Ja, aber hallo. Und vielleicht ist eine Paartherapie wirklich sinnvoll. Ja, ein paar Therapien könnten uns echt helfen. Ein paar Therapien, ja, verstehe. Eine reicht nicht. Wieso bist du eigentlich immer an den Kisten dran, wo ich gerade rein will? Warum bist du da rein? Was ist da drin? Ich will Kartoffeln. Da Kartoffel reinlegen. So, Wasser. Ich bin überlegen, denn das nächste Projekt müsste dann, wenn ich mit den Garten oben da durch bin, müsste es eine Küche sein. Irgendwie. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Du willst in die Küche. Nein, ich will eine Küche bauen. So, ich mache jetzt mal schauen, wie gut unsere Viecher das verkraften, dass sie da eingesperrt sind. Ja, hast du den Eindruck, dass das... dass es nicht so gut läuft? Nee, ich glaube, das läuft ganz gut. Wir müssen nur den Sprinkler
am Leben halten. Das heißt, okay, gerade bevor wir auf Inseln gehen oder so, da mal einen Blick drauf werfen, ob da noch Wasser drin ist und ob da noch die Batterie noch Saft hat. Ja, ist sinnvoll, dass man das dann vielleicht einfach mal mit angeht. Die Batterie geht schon in Richtung Rot, da werde ich jetzt mal eine neue bauen. Ich glaube, man kommt da noch gar nicht ohnehin, gar nicht drum rum, irgendwie immer irgendwie regelmäßig Sachen zu looten und zu... Ja. Ist schon ganz okay, wenn man so ein großes Floß irgendwie zu zweit irgendwie handeln kann. Hm. Da hat man zumindest die Illusion, man würde es irgendwie gebacken kriegen. So, eine Batterie ist hergestellt. Die Batterie. Sehr gut. Echt jetzt? Ja. Ich meine, wir könnten ja auch mal da oben einen Baum anpflanzen. Ja, ich bin ja dabei. Ich brauche Planken. Das rede ich ja schon seit 20.000 Folgen. Hättest du mal einen Samen genommen und den da oben in die Erde gesteckt und gewässert, hättest du jetzt Planken. Oh ja, es wird sowas von eine Paartherapie geben. Aber sowas nicht, dass von. Nicht, dass wir nachher einen Scheidungsanwalt brauchen. Quatsch. So, da kannst du ja schon was reintun. Tu da mal was rein. Wieso soll ich das reintun, weil du Planken brauchst? Ich habe mir da jetzt Planken angepflanzt. Hier unten könnte man die einfach einsammeln, die Planken. Da waren wieder zwei Fässer. Man muss es nur machen. Aber es waren gar keine Planken drin, das ist ja nervig. Die Federn. Oh, ich glaube, unsere Federkiste ist fast voll. Was für eine Federkiste? Die Kiste, in der wir die Federn sammeln? Ja, tatsächlich, die ist wirklich voll. Die müssen wir mal verbrauchen irgendwie. Ich weiß nicht, was wir da an Möglichkeiten haben, Federn zu verbrauchen. Müssten wir Pfeile basteln, ne? Das ist wahrscheinlich... Ja, aber auch nur die... Nur die Metallpfeile verbrauchen Federn. Okay, so, also, ich gehe. Schade, ja, okay. Ich geh jetzt mal die Batterie auswechseln. So. Von, ich frage mich mal, wer hat die Fässer bestückt? Und warum sehen alle Fässer gleich aus? Du stellst dir sehr philosophische Fragen. Entweder hatten die Programmierer keinen Bock oder wir kommen aus dem kommunistischen Land. Oder flüchten vor allem, ich weiß es nicht. Oder es ist einfach ein kleines Programmiererteam. Letzteres wird wo eher der Fall sein. Boah, jetzt wird mir schlecht. Was ist denn das für ein scheiß Seegang? Nennt sich Klabautermann, will Matrose sein, weißt du? Und dann, oh, ist mir schlecht. Was ist denn das für ein Seegang? Ja, wer hat denn das erlaubt? Das kleine Programmiererteam? Zufällig? Ach, die. Ja, das waren so Schlümpfe, weißt du? Sie haben so gesagt, komm, den Klappi, den ärgern wir jetzt mal. Machen wir Seegang. Also, machen wir mal Seegang. Mal gucken, was er macht. Wahrscheinlich wird es ihm schlecht. So, jetzt haben wir uns einfach in die Richtung treiben lassen, wo die Strömung hintreibt. Ja, das ist gut so, weil ich brauche nämlich übel viel Baumaterial. Das höre ich schon gar nicht mehr, so oft sagst du das.
So, aber es tauchen jetzt erstmal keine neuen Inseln auf, sonst könnten wir da hinfahren. Klaust du mir das Zeug oder was? Ich komme nicht mehr drauf. Doch, jetzt bin ich drauf. Ich habe versucht, dir das Zeug zu klauen. Das hat mich ziemlich viel Lebensenergie gekostet. Oh. Okay, wenn alle Tiere gleichzeitig fressen, dann dauert schon eine ganze Weile, bis das dann wieder aufgebaut ist. Ja, aber das haut doch hin. Guck mal, ist doch voll okay. Nur mehr als drei Tiere dürfen es dann halt einfach nicht sein, weißt du? Yep. Yep. So, jetzt haben wir hier. Hab ich denn das hier gemacht? Ach, noch gar nicht. Mist. So. Jetzt hat der Hai mir das. Also, wir entfernen uns jetzt immer weiter von der großen Bäreninsel. Ja. Aber es kommen erstmal keine neuen. Aber die einzige Orientierung, die ich habe, ist zu sagen, halt immer mit der Strömung. Ja, dann lass uns einfach mit der Strömung gerade mal so fahren. Irgendwie. Ich meine, so fürs Bauen wird uns das ganz gut tun. Jetzt habe ich wieder Durst. Nur, dass wir nachher nicht völlig in der falschen Richtung unterwegs sind. Aber dann haben wir doch sowieso unsere Motoren. Wir müssen doch erstmal das Zeug gehen. Aber, ach so, die große Insel brauchen wir noch. Ja, stimmt. Genau. Ich hab nichts gesagt. Gut, wir können die Motoren auch mit Planken füllen. Ja, mal, wenn wir uns treiben lassen, oder, beziehungsweise wenn wir so mit dem Motor so fahren, dann haben wir ja. Huch, jetzt habe ich mal ein Wasser ausgekippt. Dann haben wir ja sowieso. Dann haben wir ja sowieso dann treiben wir ja sowieso. Also wie gesagt, dann können wir ja mit Planken fahren. Mhm. Wieso haben wir jetzt schon wieder so einen Seegang? Weil jemand sein Essen nicht aufgegessen hat oder. Verstehe. Eine Jungfrau mit an Bord gebracht hat oder irgend sowas man wirklich machen darf im Piratenleben. Wer kommt denn auf sowas? Keine Ahnung. Klabi. Ich habe keine Jungfrau an Bord gebracht. Sicher? Ganz sicher. Jetzt muss ich ja mal kurz mal überlegen. Warte mal, jetzt haben wir ja hier einen Durchgang kompletten. Ach so, da habe ich jetzt einmal zu viel. Dann muss es nämlich so hoch. Dann muss es nämlich so sein. Durchgang. Genau.
Okay. Dann haut das nämlich hin. So ist das hier, ne? So ist das hier. Ich sag's dir. Ich sag es dir. Warum sagst du es mir? Weil ich es dir sage. Was ich tatsächlich manchmal sehr anstrengend finde, ist, dass... Ah, Tatsache, da kommt eine Insel. Wo? In die Richtung, in die wir getrieben sind, 900 Meter weg. Ja, klingt doch nach dem Plan. Das klingt gut. Dann auf dahin, zu dieser Insel. Jupp. Und vielleicht ist es eine Bäreninsel. Das wäre bärenstark. Ja, dann Honig. Oder soll ich die Maschinen anschmeißen? Dann fahren wir ein bisschen schneller. Wenn wir den Kurs haben, dann ist es okay. Wenn wir das dem Kurs fahren, dann ist es auch okay. Dann ist es ganz okay. So, so, so. Findest du? Ja. Wie viel Quadratmeter haben wir denn jetzt hier auf dem Floß? Es wird immer mehr, aber nicht von der... 200 ist Max. Naja, dann haben wir es wahrscheinlich noch nicht erreicht. Das ist doch gut. Dann haben wir es noch nicht erreicht. So, jetzt brauche ich erstmal eine Möglichkeit. Die Hängematte... aufzubauen. So, ich baue hier oben mal das Schlafzimmer, ne? Also ich schlafe mit offenem Fenster, sonst geht das gar nicht. Und weh, du schnarchst. Guck mal. Oh Mann. Ja, es muss ja alles irgendwie in irgendeiner Form, ne? So, hier ist noch eine Batterie. Hier liegt noch ein Bauhammer. Hast du noch einen Bauhammer? Ja, ja, das ist der von Andy oder Rambold. Die haben ihr Baumaterial haben die auf dem Schiff gelassen. Ja, das ist sehr, sehr gut, aber ein Bauhammer geht ja nicht kaputt, deswegen habe ich jetzt einfach mal fortgeworfen. Der Tommy schmeißt immer alles weg, ich glaub's ja nicht. Ja, wir brauchen die Inventarplätze. Ja. Ich hätte jetzt nicht übel Lust, dir 15 Kisten zu bauen. Nein, man muss ja mit dem auskommen, was man hat. Und außerdem brauchen wir das Holz für andere Sachen. Mhm. Sicher dat. Klabi? Ja? Was dann? Nix. Was hast du für Problem, junger Mann? Ich habe nichts für Problem. Ich glaube, Heugreit nicht doch nicht. So. Das bin nur ich. Also. Da geht's. So, warte, aber jetzt, aber. Nee, doch nicht. Nee. Du sprichst ein Rätsel, junger Mann. Ja, irgendwie, ich habe keine Ahnung. Ich habe gerade noch eine Kiste gefunden mit ganz vielen Planken. Das ist meine Kiste. Ich brauche die große Kiste, wir kriegen jetzt kleine Kisten.
Willst du mich verarschen? Ich will eine große Kiste. Du kriegst jetzt eine kleine Kiste und die reicht für dich. Hast doch gar keine Ahnung, was ich brauche. Man kann über einen Hai drüber springen. Ja, was hast du gedacht? Ich bin eben geschwommen, der Hai kam auf mich zu, hat sein großes Maul aufgerissen, bin ich gesprungen, bin ich aus dem Wasser rausgesprungen über ihn drüber. Ist doch gut. Ich beschwere mich auch nicht, ich war nur verblüfft. Okay. Ja, stark, also prinzipiell. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, sagen wir es mal so. Nenn mich Klabbi der Haispringer. Klabbi der Haispringer. Danke. Ich habe hier Silberalgen. Ich bin gerade voll. Was willst du damit? Das frage ich dich. Ja, du hast sie doch. Ja, in der Kiste gefunden. Und wozu brauchen wir die? Das war eine Frage. Ist eine Zutat. Frag doch auch. Ist eine Zutat für ein Rezept. Oh, danke. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ist eine Zutat für ein Rezept zum Kochen. Also für ein Rezept. Für ein Rezept. Alles klar. Du kannst sie in die Kiste unten neben der Tür legen, wo so ein bisschen Sammelsurium und die wertvollen Fische und zwei Pilze und zwei Honigwaben drin liegen. Ja. Da liegen schon Silberalgen. Ach so, ich habe keinen. Okay, dann packe ich die da gleich rein. Ich habe mir schon mal überlegt. Du gibst mir das Safe Game. Ich baue das komplette Floß fertig. Und. Ja, das können wir erst machen, wenn die Leute sich zu sehr aufregen, dass wir uns so viel streiten. Vorher können wir das nicht machen. Okay. Wir streiten uns doch gar nicht. Du müsstest einfach nur hier oben die Tanne fällen und schon hättest du 9 Planken. Aber Tommy ist zu langsam. Gibt es keine 9 Planken. Oh, da kommt die große Insel in Sicht. Wow! Ich bin starr, aber die Folge ist vorbei. Du bist ein ganz schöner Spielverderber, die armen Leute. Es ist halt die Frage, fliegt da irgendwo ein Vogel, wo wir quasi dann nicht anlanden dürfen? Oder ist es eine ohne Vogelinsel? Ich sehe keinen Vogel bisher. Ich weiß es gerade auch nicht. Ich habe jetzt auch noch keinen gesehen. Ich probiere mal, ob das was taugt, was wir da unten in der Insel in der Kiste haben. Da ist so ein Fernglas. Stimmt, wir haben so ein Fernglas-Ding, ja. Okay. Da sehe ich auch keinen Vogel. Das könnte also tatsächlich so eine Bäreninsel sein, oder er fliegt woanders. Der Vogel. Oder auf der anderen Seite von der Insel, ja. Das kann natürlich sein. Naja, aber wir können jetzt hier in dem Fall mal ankern. Ach so, und du kommst hier rum, Klabbi. Guck mal, siehst du das? Wo komme ich rum? Ja, komm mal hier hinter. Gesehen? Wie machst du das? Musst du aus dem Hocken rausspringen. Das ist ja Gaga. Ist überhaupt nicht Gaga. Das ist tricky, Mann. Das ist so tricky, dass es schon wieder Gaga ist. Wie du da keinen Bock drauf hast. Bitte wie? Nix. So. So, sprach der Herr. Also wenn jemand eine gute Paartherapie kennt,
Dann könnt ihr uns da anmelden. Genau. Huch. So, da kommt der Kunststoff rein. Da kommen die Palmwedel rein. Willst du mir was sagen damit, so wie du das betonst? Da kommt der Schrott rein. Nee. Da kommen die Planken. Nee, die Planken behalte ich selber. Von wie geil ist denn das? Hast du denn die Birke eingepflanzt? Das ist ja mega cool. Ja. So, guck mal, das nimmt doch jetzt langsam ein bisschen Form an hier. Es war auch vorher schon schön. Ja, jetzt ist es viel schöner. Geht gar nicht. Geht ja immer gut. Immer einer besser schön als du. So, Freunde. Oder machen wir eine Überlänge? Machen wir eine überlange Folge? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist auch sehr groß. Wir gehen mal gucken, ob wir einen Bär finden. Ich spring mal schnell rüber. Aber nimm die Netzkanone mit, falls du einen Bär findest, dann kannst du ihn einfangen. Ob der auch Milch gibt? Nee, der gibt... Okay, hier ist eine Ziege. Ja, ich fürchte, dann ist irgendwo auch... Entweder... ich habe eine ganz böse Ahnung. Das ist eine normale Insel. Aber eine, auf der wir schon waren. Nee, ich habe hier Loot gefunden. Was denn? Bolzen, Kletterpflanzen, Planken, Glibber und noch irgendwas anderes. Ah, okay. Ananas. Stimmt, hier stehen auch noch Bäume. Wassermelone, also wir können... Aber wo ist denn der Vogel? Hier oben ist noch ein Mangobaum. Okay, hier ist auch ein Vogel. Damit ist es eine ganz normale Insel. Ja, okay. Dann würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, weil ich habe jetzt nämlich nichts mit. Das ist doch schon wieder dieselbe Insel. Das ist derselbe Aufbau, ja. Mit den Wildschweinen hier unten. Aber mal ganz ehrlich. Also, ich sehe jetzt zum dritten Mal dieselbe Insel. Was willst du mir damit sagen? Ich fände das schon cool, wenn man irgendwie im Spiel, in der Spielentwicklung vielleicht sich um ein paar Modelle kümmert. Oder gehe ich da jetzt zu kritisch ran? Naja, ich glaube, in gewisser Weise gehst du zu kritisch ran. Findest du? Die Spielwelt besteht aus Wasser. Ja. Und Insel. Und aus Unterwasser. Und sag mal, wenn man ein paar Variationen von diesen kleinen Mini-Forts-Inseln hat, wo dann nur so ein paar Steine, wenn man dann sagt, okay, von denen machen wir dann irgendwie 5 verschiedene, gehe ich damit komplett d'accord. Aber von den großen Inseln, wenn man dann sagt, okay, man muss dann auch große Inseln haben, da würde ich doch dann, ich sag mal, im Laufe der Spielentwicklung doch sagen, ich mache dann von den großen Inseln zumindest 20 einzigartige Inseln. Oder variiere sie so ab? Oder sehe ich das zu kritisch? Also ja, schön wäre das. Also vor allem, wenn man nicht so genau weiß, ob man da schon war auf der Insel. Wo ist denn der scheiß Vogel jetzt hin? Kacke. Oder sehe ich das zu kritisch? Ich weiß es nicht. Also wir können es mal gerne in die Kommentare mal schreiben. Ob ich das zu kritisch sehe, aber ich sag mal, in so einer Spielewelt, wo 90% Wasser ist, sehe ich das schon so, dass man da zumindest bei den Inseln dann irgendwie eine Abwechslung drauf hätte und oder? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, schön also, wäre das. Also, finde ich schon. Ich meine, sind wir doch mal ehrlich. So, das reine Modell dieser Insel zu bauen. Das ist ja, ich müsste jetzt lügen. Welche Engine ist das? Ich weiß gar nicht, ob das eine Engine ist oder ob das was selbstgebautes ist. Aber so oder so wird es doch irgendwie eine Art Editor geben, wo man diese Sachen dann irgendwie baut. Bestimmt. Warum baut man da nicht einfach mal ein paar Inseln? Könnte man eigentlich sogar in die Community geben, zu sagen, die Anforderungen. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, die Anforderung, Insel bauen. So, und jeder, der da mitmacht, kriegt dann irgendwie ein fettes Goodie und ein
es wäre doch jetzt nicht so das Mega-Ding gewesen, oder? Naja, ich weiß nicht genau, wie viel Aufwand das ist, diese Inseln so auszubalancieren, dass du, also du musst ja schon auch so ein paar Dinge, die man nicht sofort sieht. Wo sind die Punkte, an denen der Vogel sich seine Steine holt? Ende. Oder dann okay, auch so. Das waren jetzt ganz viele Argumente. Wo muss der Vogel sich... Ich bin doch nicht böse, ich bin realistisch. Ja, ich kämpfe halt gerade mit dem Vogel und habe ihn gerade umgebracht. Achso, sehr gut. Ich dachte, wir würden es in der nächsten Folge machen, aber ist okay. Dann machen wir das irgendwie jetzt so zwischendurch, aber machen wir halt ein bisschen Überlänge, das ist okay. Wo ist denn das Schwein? ja, da drüben, da hinten ist das Schwein. Ich wollte gerade sagen, müsste in der Nähe vom Vogel sein. Wo ist das Schwein? Ich sag dir, wo das Schwein ist. Ja, das patrouilliert am Eingang der Höhle. Die Sau. Ich hab eh keinen. Die Sau. Genau, die Sau. Ah, schön. Du wolltest ein Schlafzimmerfenster haben, ne? Ich will vor allem nicht, dass das Schwein mich aufspießt. Gut, dann kriegst du jetzt ein Fenster. Warum rennst du jetzt wieder weg? So. Muss ja nicht meine Fresse. Schön sein. Es muss ja auch ein bisschen schön sein. Jetzt habe ich schon wieder keine Planke. Ich habe sie echt alle verbraucht, ne? Wahnsinn. Batterie? Die sind Batterien, aber die sind nicht geladen. Hast nicht wegwerfen, da kann man noch Stirnlampen draus bauen. Hast du in der Plankenkiste schon mal nach Planken gesucht? Oh. Wonderful. Immer wenn wir Raft spielen, da freue ich mich immer schon so drauf, weißt du? Da kann ich immer so Ikea spielen und so. Wie Ikea? Naja, einrichten, umbauen oder Hausflipper, meinetwegen, nenn's wie du es willst. Der Tommy ist ein alter Hausflipper. Ich freue mich dann immer so, weißt du, so, jetzt kann ich wieder bauen und so, weißt du? Und die ganzen Leute, die sich das irgendwann angucken, die werden wahrscheinlich einfach nur Kopf schütteln. Ich finde das immer schön. Nicht nur die sich das angucken. Achso. Schüttelst du auch mit dem Kopf? Schüttel dein Haar für mich. Schüttel dein Haupthaar für mich. Ja, ich schüttel schon. Siehst du das nicht? Ich darf nicht so doll schütteln, wird mir schwindelig. Wieso habe ich hier eine blöde gelbe Blume? Keine gelbe Blume. Jetzt habe ich hier Zeug. So, ich habe mal die beiden Viecher platt gemacht. Ist recht. Und unter uns sind Pufferfische. Das hört man an dem Blubbern. Okay. Hörst du das, dass es hier blubbert? Ehrlich gesagt nicht, weil ich... nicht unter Wasser bin oder am Wasser oder. Ach so, ja. Also. An den Grills unten hört man es blubbern. Ja, okay. Ich gehe gleich mal. Ich muss nur mal gerade hier eine Sache kurz bauen. Also will heißen, vorsichtig mit einfach so ins Wasser springen.
Ja, okay. Weil wenn du dann direkt auf den Fisch drauf springst, dann geht der halt in die Luft und ist dann halt verloren. Okay. Der alte Schlumpf. Nee, Fisch. Der traut sich was. Ich überlege gerade, wenn ich die ein bisschen schräg stelle. Ich glaube, ich muss mir mal das Schlafzimmer angucken, ob ich da schlafen kann drin. Macht mir gerade so ein bisschen Angst. Jetzt mal, wenn man die ein bisschen rumdreht. Ich nehme mal die Kiste noch weg. Was ist er denn da hinten? Ja. Wenn man die so ein bisschen schräg reinbaut. Obwohl, vielleicht nicht ganz so geil. Steht es ein bisschen weh. Ich müsste doch irgendwie so ein bisschen. Wo haben wir das Leder gesammelt? Haben wir für Leder eine Kiste? Haben wir. Leder, Tatsache. War das eine Frage oder war das was wolltest du damit erreichen? Nee, es war eine Frage. Und ich wollte damit erreichen, dass ich nachher eine Antwort auf die Frage habe. Ah, okay, alles klar. Oder wolltest du mich damit ärgern? Ich ärgere dich zwar gerne, aber jetzt in dem Moment wollte ich dich gerade nicht ärgern. Du hast recht. Ich verstehe schon. So, da kannst du dich freuen. Du kriegst nämlich ein schönes Fenster. Freu. Geht doch. Okay. So. Dann kriegt ihr hier noch eine Kiste hingestellt. Du kriegst auch noch eine Kiste. Ich gehe jetzt mal dieses Blubbern beenden und gehe jetzt mal den Hai fangen. Den Hai töten, damit ich nach dem getöteten Hai die Blubberfische dann irgendwie töten kann. Also Leute, ihr wisst, wenn ihr mal Raft spielen wollt mit mir. Was ist denn jetzt passiert? Was denn? Hat sich das Floß gerade gedreht? Also der Haiköder ist bestimmt um 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Das Floß hat sich gedreht. Der Haiköder ist um 5 Felder verrutscht. Nicht ins Wasser, Tommy. Blubberfisch. Schon Pfeil und Bogen? Der Pfeil und Bogen habe ich schon, aber der Hai schwimmt da halt noch. Ich will nicht ins Wasser, wenn der Hai da schwimmt. Ja. Und mir fehlen auch noch die Taucherflossen. Also es wird hier eine längere Aktion. Ich stehe jetzt hier beim Haiköder und warte, bis der Hai wieder angreift. Jetzt zum Beispiel. Ich hab's gerade gesehen, ne? Ach so, der ist unterm Floß quasi. Ja, ich hatte ihn hier hingeschnitten. Da, wo ich jetzt stehe. Ja. Und dann hat sich das Floß irgendwie gedreht, sodass er jetzt hier irgendwo ist. Verrückte Welt. Naja. Dann machen wir jetzt noch den Hai platt und dann ist... Ja. Und da machen wir Folgenpause.
Ich weiß, ich finde das selber nicht so geil, aber es ist... ja, das ist völlig, völlig überzogen. Wir haben halt so schon wieder einen riesig langen... Eine ewige Session heute gemacht wieder, ne? Wahnsinn! Mit drei, ein mit drei draus machen können. Aber richtig, Junge. Jetzt haben wir ihn. So, dann ist der Hai hinüber. Aber ich versuche mal, ob ich ihn von hier oben ernten kann. Mach das mal, dann moderiere ich ab. Vielen Dank fürs dabei sein, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Huch, hier auf einfach Tommy und Klappauter mein LP. Wir sind raus. Lasst ein Abo da, ein Däumchen und einen Kommentar. Und nächste Folge gibt es Blubberfisch jagen. Yippie. Ciao. Bis dann.